Rund 640.000 Tonnen Fischernetze landen jedes Jahr in den Meeren. Sie werden Geisternetze genannt, weil sie fast unsichtbar unter Wasser sind. Meeresbewohner verfangen sich in ihnen und sterben. Der einzige Weg, sie zu entfernen, ist mit Hilfe von Tauchern wie die des Ghost Fishing Teams, das seit 2013 in Europa aktiv ist. Diesen Juni kommt Ghost Fishing zum ersten Mal an die deutsche Ostsee. Bitte unterstützt unsere Mission auf betterplace.org.